Daniel Kalajdzic, 2:2 im Spitzenspiel der Stuttgarter Kickers gegen VfB Stuttgart 2. Heute muss ich einfach fragen, wie geht's dir nach so einem Spiel? Ja, ich bin hundemüde, unglaublich, es war eine richtige Hitze draußen und ein brutal intensives Spiel, aber umso schöner, ja, nach so einer Anstrengung das 0:2 wieder einzuholen und ja, schade, dass es nicht mit einem Sieg geklappt hat gegen Ende. Ja. Schauen wir nochmal das Spiel an, 0:0 zur Pause, Chancen auf beiden Seiten, dann denkbar schlechter Start nach der Pause, da stand es 0:2 und dann kamen wir zurück, Stuttgarter Kickers 1:2, 2:2. Und dann verlorener Punkt, gewonnener Punkt oder 2 Punkte verloren? Ja, zuallererst einmal, ich ist brutal bitter, dass man nach der Halbzeit immer so, ja, entweder, ich weiß nicht, einfach verschlafen oder keine Ahnung. Weil wir haben wirklich die erste Halbzeit richtig alles rausgehauen und gut gespielt. Und dann ist es einfach, ja, ist unnötig blöd, wenn es sofort nach 1-2 Minuten in Rückstand gerätst. Und ja, das ist schwierig zu sagen. Also natürlich wollten wir gewinnen, aber wenn du ein 0:2 beim 0:2 zurückkommst, glaube ich eher, dass es sich wie ein gewonnener Punkt anfühlt. Und ja, dass wir den verlorenen 2 jetzt nicht unbedingt so nachtrauen dürfen. Ja. Kommen wir nochmal zu dir. Du kamst rein, hast wieder als Joker ein Tor gemacht, ist 2:2. Das ganze Stadion ist explodiert. Was war das für ein Gefühl? Ja, brutales Gefühl. Also brutal. Ja, es ist einfach schön, dass ich der Mannschaft so wieder helfen konnte und habe wirklich alles probiert, dass wir das Spiel noch sogar drehen. Und ja, ist uns nicht ganz gelungen, aber es war wieder brutal, brutal. Ja, ein geiles Spiel und ich kann es gar nicht in Worte fassen. So schön war der Moment. Ja. Gut, noch alles drin, 2 Punkte vorne, 3 Spiele noch, auf die freuen wir uns. Schönen Abend euch, auf die Blaue. Auf die Blaue. So, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 31. Spieltag in der Regionalliga Südwest zwischen den Stuttgarter Kickers und der U21 vom VfB Stuttgart. Endstand vor 9.550 Zuschauern im sehr gut gefüllten Gazi-Stadion auf der Waldau am Ende 2:2. Ich begrüße alle Gäste oben in der Spielbank Business Lounge und ich begrüße auch ganz recht herzlich alle Presse- und Medienvertreter und natürlich beide Trainer, Gästecoach Markus Fiedler und Kickers-Trainer Mustafa Ünal. Markus, ein sehr starker Auftritt vom VfB, sehr spielstark, 2:0 geführt am Ende, 2:2. Wie fällt das Fazit aus? Ja, hallo zusammen. Ich glaube, wir haben ein Derby gesehen, in dem alles drin war, in dem wir Emotionen haben sehen können, Dramatik, schöne Tore. Ich glaube, dass unser Matchplan 75 Minuten maximal aufgegangen ist. Ich glaube, dass wir bis dahin hochverdient 2:0 in Führung liegen. Ich glaube, dass wir einen deutlichen Entwicklungsschritt gegenüber dem Hinspiel haben erkennen lassen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat keiner in Pfifferling drauf gewettet, dass dieses Spiel nochmal eine Wendung annehmen kann, wie es am Ende getan hat. Ich glaube, ein Querschläger auf der linken Seite führt letztendlich zum Anschlusstreffer. Es war klar, dass wenn der Anschlusstreffer fällt, mit der Wucht der Zuschauer, mit der Dynamik, die dann auch von den Rängen kommt, die Nummer nochmal spannend werden wird. Wir haben sicherlich einen kurzen Augenblick gebraucht. Dennoch glaube ich, dass die gelb-rote Karte am Ende entscheidend dafür ist, dass der Druck dann hinten raus einfach zu groß geworden ist. Es darf uns nicht passieren. Es ist im Endeffekt ein Wechselfehler, mit dem der Moussa Cissé dann eben sich direkt die gelbe Karte abholt. Und dann ist es eine weitere Unachtsamkeit auf der Seite. Ein vermeintlich leichter Doppelpass, den er hätte verteidigen können, wo er die optimale Position hatte, um einfach nur den Laufweg aufzunehmen. Und infolgedessen war klar, dass der Druck natürlich dann massiv wachsen wird. Viele Hereingaben von der Seite, viele Aktionen, die dann in der Box brenzlig wurden. Eine undurchsichtige Situation führt kurz drauf, dann am Ende zum Ausgleich. Und dann war klar, irgendwie ging es nur noch darum zu überleben und am Ende den Punkt irgendwie mitzunehmen. Dabei hat es eine Menge Glück gebraucht. Ich glaube, trotzdem hinten raus gab es keine Situation, die wirklich richtig entscheidend dann nochmal brenzlig geworden ist. Es wäre das Gute in meinen Augen auch zu viel gewesen, wenn das Spiel dann komplett irgendwie eine Wendung erfahren hätte. Dennoch sitze ich jetzt hier, so wie die Jungs in der Kabine, und wir sind sehr enttäuscht über den Ausgang des Spiels und gleichzeitig irgendwo auch stolz über 75 Minuten, die, wie ich fand, extrem reif waren, souverän waren, dominant waren über weite Strecken und in der wir einen deutlichen Entwicklungsschritt, wie gesagt, gegenüber dem Hinspiel haben zeigen können. Ja, dennoch, unterm Strich, ist es ein Unentschieden, das uns natürlich dann heute, ja, wo wir nach Hause gehen, mit dem wir nicht zufrieden sind, das uns enttäuscht. Und von daher gilt es jetzt, den Blick nach vorne zu richten, die Köpfe frei zu bekommen und dann die restlichen Spiele maximal anzugehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Stolz und enttäuscht, sagt Markus Mustafa, das passt vielleicht gefühlt auch bei euch. Ja, stolz passt, aber
aber nicht enttäuscht. Aber wie gesagt, erstmal hallo in die Runde. Nein, der Markus hat ja schon alles angesprochen. Kann ich auch so zustimmen, muss ich sagen. Am Anfang bin ich der Meinung, wir sind gut ins Spiel reingekommen. Ja, da war es ein gutes Spiel, auch von uns, war sehr intensiv. Wobei der VfB auch da schon gefährlich war in den Umschaltaktionen, wo ein, zwei Dinger der Donne super hält. Und ja, danach hat der VfB schon einfach sehr reif gespielt. Das hat man schon gesehen, diese Qualität am Ball, ja, diese Ruhe. Das war dann schon richtig, richtig gut, was sie gemacht haben. Auch vor der Halbzeit war sie schon im Drücker. Haben wir gesagt, okay, nach der Halbzeit kommen wir konzentriert raus, weil wir in der Rückrunde, das begleitet uns ja schon die ganze Zeit, vor der Halbzeit, nach der Halbzeit, dass wir uns da immer wieder ja, ins Hintertreffen bringen. Haben uns so viel vorgenommen und dann ja, haut er das Ding rein, wo wir einfach nicht gut löschen, wo wir nicht klar klären. Und kurz darauf kriegen wir es 2-0 und dann sind wir eigentlich schon gefühlt tot. Ja, versuchen nochmal mit allem, was wir haben, was wir wechseln können, was wir ändern können. Dann haben wir einen Berisha rausgezogen vom Zentrum, auch in der zweiten Halbzeit auf dem Flügel. Haben die Klubber mehr ins Zentrum gezogen, dass wir ein bisschen Kreativität haben, weil man muss schon sagen, das ganze Spiel uns fehlt, da schon unheimlich die Kreativität hat und die offenen Pässe. Das hat die Klubber gut gemacht und dann sind wir auf zwei Spitzen. Machen es 2-1, kommen, ja, kriegen dann die Überzahl des Stadions. Ja, explodiert eigentlich mehr oder weniger und dann haben uns wirklich die Fans vor uns getragen, weil, wie gesagt, die Mannschaft war eigentlich, ja, das Spiel war ja schon fast gelaufen, aber dann nochmal nach dem 2-1 mit den Fans, mit der Kulisse, nur so war es möglich, hier noch das Ding, ja, da noch was Zählbares zu holen, machen wir es 2-2, hinten raus sind wir mehrmals am 3-2 dran, aber ich kann da, ja, ich kann auch bestätigen, dass es dann auch wirklich zu viel wäre. Also der VfB hat ja definitiv einen Punkt geholt und den auch verdient. Und wir aufgrund der letzten 20 Minuten, wo wir dann nochmal alles reingeschmissen haben, denke ich, haben uns den Punkt dann auch erkämpft, ja, mit den ganzen Emotionen, mit der tollen Kulisse. Und jetzt sind wir froh, dass wir nur noch 3 Spiele haben und immer noch vorne stehen. Ja, also ich kann halt nur stolz sein auf die letzten, auf die Kulisse und auf die Willensleistung, die wir dann an den Tag gelegt haben am Schluss. Vielen Dank, Musti. Schau in die Runde. Gibt es Fragen? Jürgen? Ja, Frage an Mustafa Ünal. Die Anfangsphase war schon schwierig gegen die individuell doch sehr starken VfB-Spieler. Ich hatte den Eindruck, die Abstände so zwischen der Viererkette, Mittelfeld haben nicht so richtig gepasst. Dazu kam dann noch die Auswechslung von Boratsch. Kannst du da noch ein bisschen was sagen, was die Gründe dafür waren? Er war natürlich auch gelb vorbelastet insgesamt zu dieser Situation. Ja, ich denke, die Abstände, wir wollten Hochdruck machen. Ja, haben auch immer wieder geschafft. Wir hatten da auch Ballgewinne, aber das ist auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Wenn es halt ein zentraler Spieler vom VfB dann doch gut löst, ja, und das haben sie gut gemacht, das war ja kein Zufall, dann laufen sie auf die Kette zu. Ja, und daher war das schon auch Risiko. Mit Mario Boratsch genauso. Ein junger Spieler, der zum ersten Mal vor so einer Kulisse spielt. Jetzt können wir sagen, VfB hat nur so junge Spieler, ja klar. Aber der Mario war dann auch noch gelb belastet. Danach hat er noch mal einen Foul gehabt. Und dementsprechend muss man ihn auch schützen, weil es einfach zu früh war. Aber trotzdem, wie gesagt, auch an Mario Boratsch kann ich auch hier nochmal sagen, die Mannschaft steht voll zu ihm, hinter ihm. Und er wird auch weiterhin viele gute Spiele für die Stuttgarter Kickers machen, auch wenn es jetzt heute maximal bitter für ihn ist, beim Debüt nach 20, 30 Minuten raus zu müssen. Ich denke, er wird daraus lernen und noch viele tolle Spiele für uns machen. Gibt es weitere Fragen? Ihr gerne einfach das Mikrofon nehmen. Herr Fieder, Sie mussten auch verletzungsbedingt wechseln, schon früh Henry Chase. Was ist denn mit ihm? Können Sie was sagen? Und Lauren Ulrich musste auch, glaube ich, mit Rückenproblemen hinten raus dann vom Feld. Ich glaube, wir haben in den Situationen so ein bisschen die Kopie aus dem Hinspiel erlebt. Im Hinspiel war es Dominik Trabant, dann kurze Zeit drauf war es Jordan Meyer. Da waren wir früh durch 2 Wechsel dann eben auch geplagt. Heute hat der Wechsel sicherlich uns auch erstmal ja, Probleme bereitet so. Wir haben Henry Chase die ganze Woche über bei den Profis. Dementsprechend ist er erst dann heute zum Spieltag zu uns gekommen. War insbesondere deshalb für uns bedeutend, weil wir schon auch in der Annahme waren, dass gerade bei den Standardsituationen und gegen die vielen langen Bälle wir dann natürlich in der Luft mit ihm einen Forcefund hatten. Das haben wir dann verloren. Daraufhin mussten wir reagieren. Ich fand, der Patrick Kapp hat nach Einwechslung ein tolles Spiel gemacht gehabt. Aber ja, Sie sagen es, im Endeffekt haben wir da früh wieder erneut verletzungsbedingt wechseln müssen. Dieser Wechsel hat uns dann hinten raus vielleicht auch ein Stück weit gefehlt. Die Patrone hat uns vielleicht hinten raus auch ein Stück weit gefehlt. Und darüber hinaus war natürlich auch der verletzungsbedingte Wechsel durch Lauren Ulrich nicht geplant. Ja, von daher wieder 2 Dinge, die sicherlich dann so nicht in unseren Händen lagen, die beide kleinere Blessuren davongetragen haben. Nichts, was jetzt größer besorgniserregend ist, aber was letztendlich für den Fortgang des Spiels halt sie matt gesetzt hat.
Gibt es weitere Fragen? Jürgen Frey nochmal. Vielleicht auch noch an Markus Fiedler. Die Tabellensituation ist jetzt praktisch gleich geblieben, nur es ist ein Spieltag weniger, noch drei Spieltage. Wie siehst du denn die Ausgangsposition jetzt auch für euch? Ihr habt ja am letzten Spieltag noch Hoffenheim 2, zu Hause in Reutlingen, dann findet das Spiel statt. Wie siehst du die Ausgangsposition? Ja, das habe ich ja im Vorfeld auch gesagt gehabt. Die Tabellensituation hat, es wird mir keiner glauben, aber auch vor dem heutigen Spiel uns nicht interessiert. Ich habe es bereits durchklingen lassen. Am gestrigen Tage haben 5 Spieler, 4 davon, die heute dabei waren, noch bei den Profis mittrainiert. Also wenn es eine Zielstellung des Vereins gewesen wäre, die dritte Liga unbedingt zu erreichen, dann würde diese Maßnahme sicherlich dem nicht Rechnung tragen. Deswegen ist es ein Spiel, das natürlich ein Stadtderby ist, das aufgrund der Kulisse und auch der Qualität des Gegners für uns eine hohe Bedeutung hatte. Aber auch wenn wir auf Platz 7 gestanden hätten, wären wir heute nicht weniger motiviert gewesen, das Spiel auf unsere Seite zu holen und wären nicht weniger enttäuscht gewesen in der Folge, dieses Spiel am Ende nicht zu gewinnen. Von daher ist die Tabellensituation, nehmen wir zur Kenntnis, unabhängig davon ist unser Ziel, jede Woche die Leistung zu zeigen, die dann am Ende uns dazu befähigt, das Siege vom Platz zu gehen. Das wollen wir gegen den VfR Aalen kommendes Wochenende erneut tun. Und wenn dann am Ende am 34. Spieltag dann ein Resultat steht, dann ist es unser Bestreben, immer das bestmögliche Resultat zu ziehen und bestmöglich tabellarisch abzuschließen. Was am Ende dabei rumkommt, das werden die drei letzten Spiele dann zeigen. Gibt's noch eine Nachfrage? Ja. Nochmal an Mustafa Ünal. Über die Bedeutung von Niklas Kolbe für die Mannschaft müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Gibt es denn noch irgendeine Resthoffnung, dass er nochmal reinkommt? Oder macht es jetzt bei der Schwere der Verletzung gar keinen Sinn, ihn dann nochmal zu bringen? Also ich weiß nur, dass nächste Woche steht nochmal eine Untersuchung an. Da wissen wir mehr. Und ja, wir gehen jetzt davon aus, dass er erstmal nicht zur Verfügung steht. Wenn es dann doch noch reicht für ein Spiel oder zwei Spiele, wäre es toll. Aber wie gesagt, das entscheiden die Ärzte. Da warten wir jetzt mal die Untersuchung ab, die nächste Woche stattfindet. Schauen noch einmal in die Runde. 3 Spieltage sind noch zu spielen. Die Kickers führen mit 60 Punkten vor Hoffenheim 2, die heute unentschieden gespielt haben, mit 58 und dem VfB 2 mit 56 Punkten. So geht es quasi jetzt in den Endspurt. Euch viel Erfolg dann am kommenden Wochenende beim VfR Aalen. Die wollen wahrscheinlich auch nochmal punkten. Und für die Kickers geht es dann Sonntag zu Astoria Waldorf. Auch da natürlich viel Erfolg. Und das letzte Heimspiel steht dann am 11. Mai, nicht März, hier im Gazi-Stadion auf der Waldau gegen Freiberg an. Da hoffen wir natürlich, dass es wieder genauso voll wird wie heute, denn das hat Spaß gemacht. In diesem Sinne, allen noch ein schönes Wochenende und auf die Blaue.